Hallo Leute, willkommen zurück zum nächsten Teil unserer Fallout 4 Reise durch den Vault 81 und durch das Commonwealth um und in Boston. Ja, das tue ich in der Tat, das habe ich gerade meinen Zuschauern erzählt. Wir haben in der letzten Folge den Vault erkundet, haben uns hier ein bisschen umgesehen und... Warum sitzt du da auf dem Stuhl? Okay, na gut. Und die Katze ist weggerannt und ich habe mir vorgenommen, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, die Katze zu suchen. Ich habe die Mission bereits aktiviert und werde jetzt erstmal schauen, dass wir die Katze auch wieder finden. Dazu werden wir natürlich nach oben reisen müssen. Ich kann auch heute leider wieder keine lange Aufnahmesession machen, denn die Folge, die ich jetzt gerade aufnehmen muss, heute noch erscheinen, war die Woche leider zeitlich ein bisschen kurz angebunden. Sieh mal an, wie gut du mit einem Voltanzug hier reinpasst. Gell, ich habe auch noch schöne Metallrüstung außenrum. Oh, das war falsch abgebogen. Hoffe, dass ich dann ein, zwei Folgen aufnehme, dass ich dann morgen auch noch die Folge habe. Und morgen dann zu einer weiteren Aufnahmesession kommen werde. Ja, es ist alles ein bisschen zeitlich eng. Der Nachteil, wenn man nebenbei noch arbeitet. Aber gut, ich mache das ja hier zum Spaß und ja, es kommt ja heute wieder die neue Folge raus. Ich rede hier wieder einen Blödsinn zusammen, glaube ich. Ja, mal sehen, wo die Katze ist. Ich denke, sie wird nicht so weit weg sein, hoffe ich zumindest. Ui, grüßt euch. Bleib auf den Straßen. Ist deine Cricket. Entschuldigung? Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Alter, du bist ja drauf. Hallo, kannst du mal aufhören, mich zu schieben? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Oh, wie schön. Lass uns Scheiße bauen. Scheiße bauen? Nein, ich will was handeln. So, Impro-Pistole kannst du haben. Stimmt, da habe ich ja meine verkauft gehabt. Die verkaufen wir nicht. Das verkaufen wir ihr. Sonst haben wir eigentlich nicht so viel dabei. Ach, die kann sie auch haben. So, gepolsterte Lederrüstung. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Na gut, wollen wir so lassen. Okay, da vorne. Da vorne ist schon die... Ah, 100 Meter nur. Ist nicht so gut. Nicht so schlimm. Ist also ganz in der Nähe, diese schöne, tolle Katze. Jetzt gucke ich gerade, ja, ich nehme auf. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn ich nicht aufnehmen würde. Hätte ich mir den Mund umsonst fusselig geredet. Ist auch interessant hier, diese Pylone hier. Liegt hier einfach, als wäre nichts passiert. Wahrscheinlich schon seit 200 Jahren. Hört ihr das Karawanen-Notsignal an? Ich glaube, das ist auch ein DLC. Das mit den Robotern. Hallo Katze. Ashes, geh nach Hause. Aaron vermisst dich. Miau. Miau, 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 miau. So, die Katze kehrt zurück. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Angel. Ist schön. Oh. Mutterbeere. So. Strohkissen, das brauchen wir nicht. Irgendjemand ballert hier. War hier vorne. Mr. Gusty, der ist böse. Protector, das ist auch böse. Na, mit denen legen wir uns mal nicht an. Plünderer ist nicht böse, ist auch böse. Also, nee, die lassen wir mal sich gegenseitig angreifen. So, ach, wo hänge ich denn fest an diesem hässlichen Auto?
Hi. Weitergehen. Oh, Entschuldigung. Dann halt nicht. Na, ja, kurzer Ausflug gewesen. Ging schneller als erwartet. Aber die Mission kann doch nicht einfach nur die Katze zurückholen sein und es war's, oder? Da bin ich leider ein bisschen skeptisch bei dem Spiel. Tag. Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Ich brauche keinen Friseur, ich habe einen Hut auf. So. Calvin kann immer neues Werkzeug gebrauchen. Bezahlt wohl auch gut dafür. Werkzeug? Kevin oder wer? Nick? Nick? Ah, hier. Mit deinen gruseligen gelben Augen. Nick Valentine. Ich bin der böse Sünd des Commonwealth. So. Da ist die Kleine. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Also was? Wir jetzt hier sitzen und auf Aaron aufpassen. Das ist doch lächerlich. Ashes! Du hast ihn gefunden! Vielen Dank. Ich hatte solche Angst um ihn. Kein Problem. Gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes! Oh, Infusionskern bekommen. Cool. Wie kann es hier draußen einen solchen Ort geben? Zwingen, dass ich dich bade. Ja, siehst du doch, dass es geht. So, jetzt müssen wir mal. Ja, die haben wir doch jetzt abgeschlossen. Achso, die redet noch. Okay, wir sollen mit. Besuche Austin in der Klinik. Dann machen wir das doch mal, um zu gucken, wie es dem Kleinen geht. Nein, mein Pip-Boy ist super, im Gegensatz zu deinem. Hallo. Du musst was unternehmen, Jacob. Ich führe die Tests durch, so schnell ich kann, Priscilla. Ich kann Austin erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Jetzt nicht, Bobby. Und du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall. Chill doch mal. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können die nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine gewöhnlichen Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsyth, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? Sowas wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich habe mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ein geheimer Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsratte eingefangen hat. Du da, willst du Vault 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Ich tue es für Austin. Du hast ein gutes Herz. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufbewahrt. Vielleicht befindet sich irgendwo da drin ein Heilmittel für Austin. Wenn du es findest, bring es Dr. Forsyth. Und beeil dich bitte für Austin. Komm mit. Ja, okay, alles klar. Los geht's. Hinter der Wand. Finde das Heilmittel. War vielleicht auch ein bisschen schneller, oder? Mit deinem dünnen Arsch. Du bist doch eigentlich so dürr wie eine Spaghetti. Hallo, weiter. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann lauf doch weiter. Dummer Idiot. So. Ach, sieh an. Bobby.
Geheimer Vault 81. Ist doch klar, dass irgendwas an jedem Vault faul ist, oder? Eine Bücherei? Ach, weil es so still ist. Ach, John, was willst du denn mit einer Bücherei? Irgendwas krabbelt hier doch. Achso, nee, das sind die Funken von diesem defekten Tor. Terminal. Na, sehen wir mal. Lass uns mal gucken, was hier so vor sich geht. Vault 81, öffentliches Terminal. Aufzuchtprogramm Update. Maulwurfsrattenaufzucht. Wir haben das Aufzuchtprogramm endlich in die geordneten Bahnen lenken können. Wie aus den vorherigen Berichten zu entnehmen ist, zeigen Maulwurfsratten in Gefangenschaft ein äußerst aggressives Verhalten. Der Grund hierfür könnte Wachstumshormone sein. Spätere Generationen scheinen wesentlich ruhiger zu sein. Einige der Pfleger meinen zwar, dass die Tiere sie beobachten würden, aber das ist lächerlich. Serumproduktion. Wir haben 197 verschiedene Serien hergestellt, mit denen sich 36% der bekannten Viren behandeln lassen. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 33%. Allerdings sind 11 Serien für 61% der Behandlungsfolge verantwortlich. Das ist ermutigend. Derzeit besteht nur bei 19% der Serien die Möglichkeit, das in großen Mengen herzustellen. Wir haben unseren neuesten Laborhelfer-Roboter damit beauftragt, einen Weg zu finden, mehr Serien effizient herzustellen. Okay. Hier sind so viel Munition, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Stimpaks, Munition, das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass irgendwas vor sich geht. Oh! Gott. Ja, wenn es nicht anders geht. So kommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Ballon. Oh ja, das gefällt ja. Das wohl nicht verkommen lassen. Okay. Scheint noch irgendwo eins zu sein. Da ist ein kaputtes Terminal. Muss ich nicht schon wieder lesen? Wenn hier noch schön ist. Fusionszelle. Günstiger Wunderkleber. Und Patronen. So. Okay, hier scheint keins mehr zu sein. Erstmal. Was haben wir denn hier? Schachtelzigaretten. Holzkiste. Oh, ich glaube, ich habe eine Werkzeugkiste übersehen vorhin. Da ist eh meistens nichts Tolles drin. Hätte höchstens ein bisschen Erfahrungspunkte gegeben. Redaway und Schachbrett. Ne, nehmen wir es halt mal mit. Da war noch sinnloser als gedacht eigentlich. Na, Aluminiumdose. Aluminium ist gut für die Basis. Na, den Mob brauchen wir nicht. Willst du dich denn mit einem Geschützturm friedlich einigen? Willst du einen Deal vorschlagen? So, hey, magst du mich vielleicht nicht abschießen? Dann werde ich vielleicht auch gnädig mit dir sein. Da können wir uns bestimmt in diesen Protektor reinhacken. Pets. Loot hat einen.
die schön. Guck mal, erste Hilfe, der uns nicht angreift. Ach. Kannst du mich nicht heilen? Oh Mann. Da ist halt echt nochmal so ein kompletter Vault hier. Das sieht ja auch cool aus. So. Okay, stark sind sie nicht. Was haben wir denn hier? Das ist bestimmt total übertrieben und Austin läuft morgen schon wieder rum. Übertrieben oder nicht, wir müssen für Austin tun, was wir können. Ich weiß nur, ach, nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht, Priscilla. Die haben dich hier beobachtet. Er ist doch noch ein Kind. Er wird Paradies bestimmt für wieder Spanner. Gesund. Du wirst sehen. Wahnsinn. Der wechselnde Anbau, den sich hier der Verwalter der Hydrokulturen überlegt hat, kann den Vault mit ausreichend Nahrung versorgen. Wir müssen nicht eingreifen, wodurch das Risiko ausgeschlossen werden könnte, dass die Vaultbewohner den geheimen Teil des Vaults entdecken. Bisher scheinen sie nichts über die wahre Natur ihres Vaults zu ahnen. Das Gewächshaus wäre ein geeigneter Ort, um die Viren der Klasse C4 und D1 an den Bewohnern zu testen. Das gilt auch für potenzielle Gegenmittel für den Fall, dass die Krankheit zu ansteckend wird. Ich empfehle die Installation verborgener Sprenkler in der Decke. Wahnsinn! Wir haben die hier beobachtet und an denen Bakterien und Viren ausprobiert. Das ist ja mal dreist, was die hier treiben. Vault ist echt krank, muss man sagen. Diese Menschen sind nicht ohne. Das wird toll für dich. Du kannst an mir rumnörgeln und ich kann nicht weg. Oh, sehr schön, Holt. Das sagt der Richter. Lagerbeobachtung. Denkst du eigentlich immer nur an dich? Deine Tochter könnte wie Austin krank werden. Und du jammerst drum, dass du Zeit mit deiner Familie verbringen musst? Ich hab zu tun. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Du bist so beschäftigt, Holt. Du hast so viel zu tun. Dann erklär Erin mal, warum deine Bedürfnisse wichtiger sind als ihre Sicherheit. Lass es einfach gut sein. Idiot. Wo kommen denn die ganzen Ratten her? Lagerbeobachtungsterminal. Die Vaultbewohner haben diesen Raum unerwartet in eine Art Geschäft umgewandelt, wo sie ihr Hab und Gut verkaufen, aber auch reparieren können. Dadurch war es diesen Beobachtungspunkt möglich, Interaktionen zwischen vielen Vault-Bewohnern aufzuzeichnen. Dieses Geschäft wird zu einem wichtigen Übertragungsweg für die Verbreitung von Klasse B2-Viren über die Luft. Es wird zudem äußerst wertvoll sein, um herauszufinden, welche Auswirkungen Krankheit auf soziale und ökonomische Verhältnisse haben. Dieser Raum wird zusammen mit dem Lebensmittelmarkt zu einem zweiten Behandlungsort. Hauptbehandlungsort bleibt die Klinik, sofern alle schwerkranken Patienten hierher gebracht werden. Wahnsinn. Ist doch echt Wahnsinn. Jingles, der Mondaffe, den haben wir, glaube ich, schon. Sie sollen mit ihrem Personal dafür sorgen, dass alle Bewohner unter genauester medizinischer Beobachtung bleiben. Wahnsinn. Verstanden. Wahnsinn. Kein Aber, das ist Symbole des Worts. Wir können keine
Dann tut der Welt mal einen Gefallen. So, wir gucken uns natürlich erstmal an, was die hier beobachten. Das Aufseherbeobachtungsterminal. Obwohl der Chefwissenschaftler gegen einen Beobachtungsposten im Büro des Aufsehers war, hat er sich als Glücksfall erwiesen. Wir sind in der Lage, die positiven Veränderungen seit dem Verschließen des Vaults zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit ihren Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktionen und Handlungen der Führung festzuhalten. Wahnsinn. Ach so. So. Noch einer. Ohne. Was ist das denn für ein Gestank? Wie Gestank? Du kannst riechen? Glühbirne nehmen wir mit. Reagenzglashalter brauchen wir nicht. Nimm doch lieber wieder die Knarre. Wahnsinn, was hier alles rauskommt. Und den Napf. Oh, den nehmen wir mit. Den können wir unserem Hundi geben. So. Was haben wir denn hier Schönes? So viel. Alter, das sieht krass aus. Wann ist denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Da ist eine wohl total verpackt, eine Maulwurfsratte. Dein Aufspürsystem ist im Eimer, glaube ich nicht. Jetzt spawnt ja ständig was. Das schaffe ich nicht zu hacken. Nick! Hey! Kann ich was für dich tun? Kannst du das Terminal entsperren? Ja gut, mach mal. Oh oh. Ach was. Oh, Puttmutter, die ist ein bisschen stärker. Kritisch, bam! Und, oh, hässliche Zähne. Geh mal zum Zahnarzt, Junge. Oh, der mysteriöse Fremde. Habt ihr das gesehen? Jetzt kam er zum ersten Mal. Geil, die Reaktion vom Nick. Oh. Noch jemand. So. Machen wir mal unsere Taschenlampe an. So, solltest du nicht das Terminal aufmachen oder hast du das schon gemacht? Voltech-Passwort. Forschungskommunikationsterminal. Test 123. K-Collings, Test. Dr. Olivette, kannst du mich hören?
Ja, Kenneth, ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag richtig, Aufseher? Das stimmt, Gott sei Dank. Ah, der hat also mit dem Aufseher auch gesprochen. Aufseher, wir sind hier drüben, nur zu dritt, was ist da los? Olivette, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin, hier geht es drunter und drüber. Nur zu dritt? Ja, Flint, der kleine Burrow und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen, sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Voltec hätte genügend Warnungen erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein. Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt. Wir haben uns auf Antibiotika konzentriert und unsere ersten Laborversuche laufen bereits. Ich habe die Daten letzte Nacht gesehen. Sie sind vielversprechend, aber denkst du, dass es schon soweit ist? Ja, die Versuche haben gerade erst begonnen und das Virus, das wir testen, benötigt einige Tage Inkulation. Und ich bin optimistisch, dass es im Laufe der Woche positive Ergebnisse haben werden. Okay, halte mich auf dem Laufenden und beginne nicht mit den Versuchen von Phase 2, bis ich die neuen Daten angesehen habe. Natürlich, einen schönen Nachmittag noch, Aufseher. Aufseher, hast du kurz Zeit? Dieses System überträgt nicht in den Echtzeit, Burrow. Hoffentlich hast du dich den ganzen Morgen auf eine Antwort gewartet. Entschuldige bitte, Aufseher, ich wollte nicht dich über den Problem mit unserer Lebensmittelpresse informieren. Okay, ich sehe schon, was los ist. Scheint eine Verstopfung mit Proteintank zu sein. Kannst du das Problem nicht von eurer Seite aus beheben? Nein, Aufseher, die Hardware-Probleme im Wohnbereich müssen von dort aus gelöst werden. Wir kommen nicht auf die Tanks und Düsen heran, um sie zu reparieren. Okay, Burrow, ich schicke sofort jemanden von der Wartung hin. Halte dich bereit. Colin soll mich in 10 Minuten kontaktieren, wenn es nach dem Problem nach wie vor Probleme gibt, okay? Danke, Aufseher. Ich werde sofort nachsehen. Gute Neuigkeiten, Olivette. Wir haben unsere Formel entsprechend der Testergebnisse aus Phase 1 angepasst und ich denke, wir sind bereit für Phase 2. Wie geht es den Marlboro-Ratten? Sehr gut. Die Exemplare von Voltec zur Verfügung gestellt hat, sind für erstaunlich robust. Flint hat einige Strahlungstests mit ihnen durchgeführt. Steht ihr das in den Protokollen? Technisch gesehen eigentlich nicht, aber uns ist was Seltsames für sie vorgesehenen Futter aufgefallen. Burrow hat einen der zwei Lage lang richtig krank. Mag lieber nicht, Flint hat die Sache angesehen. Die Viecher sind rissig. Wir denken, sie genetisch bedingt sind. Wurde an ihnen herumgepfuscht? So etwas in der Art. Ich denke, die Voltec einige Experimente mit ihnen durchgeführt hat. Sie sind alle ungewöhnlich groß. Einige von ihnen zeigen Biolumineszenz. Und mindestens ein Exemplar scheint intelligenter zu sein als gewöhnlich. Hältst du sie immer noch für eine nützliche Kontrolle? Wir haben die Kolonien aufgeteilt, die außergewöhnlichen Exemplare abgesondert und der Kontrollkolonie neue Nahrung gegeben, die auf unsere Ernährung basiert. Das ist nicht ideal, aber ich denke, sie müsste gehen. Sehr schön, ich sehe mir den Daten heute Abend an und denke, dass wir mit Phase 2 beginnen können. Es sei denn, ich stoße noch auf etwas Ungewöhnliches. Aufseher, ja, Burrow, was ist denn? Ich habe ein Problem in unserem Leitungssystem festgestellt. Weißt du, ob sich bei euch jemand Düsen Wohnbereich zu schaffen gemacht hat? Ich weiß nicht. Warum interessiert dich das Leitungssystem überhaupt? Die Phase 2 Versuche hat doch gerade erst begonnen. Ich weiß, Aufseher. Ich dachte nur, es wäre eine gute Idee, das Leitungssystem zu prüfen, bevor wir Phase 3 erreichen. Weil wir Phase 3 erreichen, versuche ich mit Menschen, dürfen nicht leichtfertig durchgeführt werden. Was ist denn eine Art von Test, wolltest du überhaupt machen? Ich wollte nur einen Placebo-Dampf versprühen, um sicherzustellen, dass die Düsen den Nebel richtig verteilen. Die Bewohner dürfen nicht einmal merken, dass wir das getan haben. Das soll vermutlich so sein. Ich kümmere mich von hier aus um die Sache mit den Düsen, Burrow. Bitte benutze das Leitungssystem in der Zwischenzeit nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung. Bitte antworten. Doktor! Habe ich jetzt die richtige Stimme? Keine Ahnung. Doktor, melde dich bitte. Ich weiß, was du getan hast. Um ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht übel nehmen. Phase 3 an Menschen, ohne deren Zustimmung durchzuführen zu wollen, ist ein Verstoß gegen die ethische Richtlinien. Zumindest in der Welt, der wir früher gelebt haben. Ich kann Burrow nicht eine Weile lang inhalten, aber Flint hat schon einen Verdacht geschöpft. Wir sollten hier drüben... Was sollen wir hier drüben denn machen? Ich kann sie nicht mehr lange belügen, ohne eine Antwort von dir zu erhalten. Verdammt, Olivette, kannst du doch nicht so heuchlerisch sein, dass du uns im Namen deiner persönlichen Moral hier sterben lässt. Ich kenne deine Politik, aber hätte nie gedacht, dass du einfach im Stich lässt. Bitte denk nochmal drüber nach. Das war jetzt eine lange Lese. Also haben die wirklich ohne Ende geforscht mit den Menschen, hier einfach irgendwelche Viren, um zu testen, wie diese Leute darauf reagieren. Oh, Wodka, Psycho, MedX. Blutpaket, das nehmen wir natürlich alles mit. So, wir haben jetzt das Passwort. Ah, da ist zu. Ich denke, hier ist hell genug, dass wir die Lampe wieder ausmachen können. Und wir haben einen Stealth Boy gefunden. Damit können wir uns für eine gewisse Zeit unsichtbar machen. Ah, hat es doch geknackt. Wir öffnen. So, Tür ist offen. Gucken, was wir hier finden. Gammelte Blumen. Voltec Laborkittel, cool. Beckenknochen, Brustkorb. In dem Schrank ist tatsächlich
ein menschlicher... Oh, hi! Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagion Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ah. Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ist es auch. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Ja, ich bin autorisiert. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Öffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Das war ja leicht. Ich dachte jetzt hier irgendwie, der wehrt sich oder so. Oh, Kühlschrank. Blutpaket. Blutpakete sind gut, damit können wir uns heilen. Wackelpuppe, cool. Nett. Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Simpex heilen dauerhaft Prozent mehr Schaden. Cool. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Mache ich. Achte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Was für ein Zufall. Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Ach, cool. Cool. Dann mach das mal. Curie's Terminal. Forschung. Fehler, defekter Speicher. Oh. Kann nur von Curie benutzt werden. Na, dann brauchen wir nicht weiter was machen. Kannst du mich da mal hinlassen, bitte? Danke. Voltec-Vorstand an, leitender Wissenschaftler Wall 81, Abteilung Medizinisches Labor. Wir vertrauen Ihnen eine Mission an, die von entscheidender Bedeutung für die gesamte Menschheit ist. Wall 81 wird dazu dienen, Krankheiten, wie wir sie kennen, vollständig bei Menschen zu verhindern. Ihre Abteilung des Walls wurde mit der neuesten medizinischen Forschungsausrüstung ausgestattet, einschließlich eines Contagios Vulnerable Robotic Infirmary Engineer, kurz Curie. Außerdem erhalten sie biologischen und chemischen Vorräte für hunderte Jahre sowie die genetisch angepassten Maulwurfsratten und am wichtigsten ein Vault voller Testsubjekte. Wie bei allen großen Fortschritten wiegen wir hinter Bedürfnissen aller schwerer als die Bedürfnisse einiger weniger. Sie werden die Bewohner des Vaults mit Krankheiten infizieren, sodass sie Antikörper bilden können. Einige werden das nicht überleben, aber sie müssen dafür sorgen, dass immer genug Subjekte für eine nachhaltige Vermehrung vorhanden sind. Es wird viele Generationen dauern, aber mit den richtigen Maßnahmen sollten sie in der Lage sein, eine krankheitsresistente Gruppe von Menschen zu züchten. Ihre Arbeit wird sich daher ebenfalls über Generationen erstrecken. Jede Generation Wissenschaftler muss einen leitenden Wissenschaftler bestimmen. Curie wird dafür sorgen, dass jeder von ihnen diesen Leitfaden liest, damit der Vault weiter am gesetzten Ziel arbeiten kann. Wir wünschen ihnen viel Glück. Ja, ja, so ist das. Ja, so, wir haben das Heilmittel für Austin. Und werden das in der nächsten Episode Austin auf abreichen. Ich muss jetzt den Cut machen, dass ich die Folge rendern und hochladen kann. Und dann in der nächsten Episode kriegt er seine verdiente Medizin. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.